Weiter geht's. Wir sind schon bei Part 35, obwohl das eine ganz geringe Zahl ist, wenn man bedenkt, wie weit wir eigentlich schon sind. Aber das große Questen, das kommt erst noch und das ist das, was ich nicht mag. Oder besser gesagt, es ist eigentlich gerade das, was ich im Zelda-Spielen schätze. Weil es eben so viel zum Questen gibt. Und jetzt fahren die Säulen hoch. Okay. Und heben einen Stein. Einen Stein. Das ist alles. Oh oh. Gar nicht gut. Wo, Eglua? In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Welcher ist der, der fehlt? Okay. Der Lichtding. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat. Hört uns. Ihr Träger des Siegels der Göttin. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttin Hyrules seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Okay. Das ist Wald. Das müsste Salia sein. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Warte kurz, wer ist das? Naporo? Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name. Ganondorf. Ich glaube, das ist Wasser. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen. Da er über dunkle Kräfte verfügt und in Magie bewandert war, wurde er weiterhin gefürchtet. Das ist dieselbe Musik, die beim Endcastle von Ocarina of Time spielt. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnliche Kräfte mit sich bringt. So schnell kann das doch keine Sau lesen. Zumindest nicht mit Stimme. Oh, brutal! Jedoch. Wow, Alter, dass er das überlebt hat. Muss es wohl eine Laune der Göttin gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügt. Er hat das Triforce der Kraft. Der Schattenspiegel, so haben sie den eingeschlossen. Hallo? Hey. Okay. Ich habe gerade nichts auf meiner Audiospur gesehen, also das war, falls man das gehört hat, Entschuldigung. Aber das war jetzt echt gruselig.
Er hält diese Klinge immer noch. Aber er wird in den Schattenspiegel hineingezogen. Wow, wie Paper Mario, einfach verpixelt reingeworfen, geil. Aber in dem Stein ist die Schattenwelt drinnen? Alter, dein Ernst. Ist das dein Ernst? Aber ich glaube, das ist der Weiße des Lichts. Weil dieses komische Gekräuselte ist Wald, das, die Flammen sind Feuer, das mit den Punkten und diesem Emblem ist, glaube ich, Wasser. Sein Hass und seine Gier verwandelten sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Santo übergegangen sein. Jetzt wissen wir zwar, woher Santo magische Kraft bekommt. Alter, kann ich nicht lesen. Bitte begeben Sie sich in die Grundschule, DUNZ. Jetzt wissen wir zwar, woher Santos magische Kraft kommt, aber es ist schon viel zu spät, um noch etwas zu tun. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolkes. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eine befindet sich auf einem eisigen Gipfel. Das, worauf der steht, das müsste Wasser sein. Oder ist das Licht? Ich weiß es nicht. Oh, boah. Ich müsste da direkt mal nachschauen. Moment. Interessiert mich jetzt. Nö, das Zerstörte ist Wasser. Leute, der fehlende Geist ist der von Ruto. Habe ich mich geirrt? Das, worauf der gerade sitzt, das ist Licht. Die Flamme ist Feuer. Dieses komische... Diese zwei Geister sind Naboru. Das Triforce mit den drei Punkten um sich herum, das ist Schatten und... Das Wald ist so eine Art, weiß ich nicht, dreimal diese Bisa-Flora oder was ist das? Indivien-Attacke, glaube ich. Das Rasierblatt oder wie das heißt. Eine ist an einem heiligen Hain aus alter Zeit. Das, worauf der Linke gerade gestanden hat. Und das der Rechte ist das mit den Schatten. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt. Also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut, auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Also Rutos Geist ist vernichtet worden, wenn es denn wahr ist. Die sieben Weisen waren ja, glaube ich, immer dieselben. Oder gab es da jemals andere? Das spielt doch auf dem Zeitstrang von... Oder? Ist das der Zeitstrang? Bin mir gar nicht sicher. Keine Ahnung. De facto müssen wir jetzt hierhin. Ich weiß gar nicht, wo man genau noch Herzteile bekommen kann, weil wir haben schon ziemlich viele. Ich glaube, ich selber kann nur mehr an drei Stück jetzt rankommen. Der Rest, ja, den muss... Okay. Kurzer Black Screen. Keine Ahnung, ob ihr das gesehen habt. Wenn ja, schneide ich es raus. Wenn nicht, dann... Ja, egal. Also eine Möglichkeit für ein Herzteil fällt mir auf jeden Fall noch eine zweite und eine dritte auch. Aber dann muss ich suchen wiederum. Das ist das Gemeine. Also da müsste ich wirklich selber drauf spekulieren. Eins... Beziehungsweise zwei können wir noch nicht bekommen. Weil es noch nicht geht.
Ja, müsste stimmen. Bestimmte gehen noch nicht. So. Man sieht jetzt sicher schon, was hier los ist. Obwohl. Doch, also eins geht, glaube ich, schon. Jetzt kommt es ein bisschen schwieriger. Und zwar geht es um Folgendes. Man muss hier ziemlich genau, also sehr, sehr genau springen. Beim ersten Mal ist es noch egal. Oh. Das war aber früher schwieriger. Also ich erinnere mich noch auf der Wii-Fassung. Pfui Teufel und dreimaliges Höllenfeuer nochmal. Das war echt nervig. Dann eins fehlt auf jeden Fall noch so. Da weiß ich auch, wo es ist. Das können wir bis jetzt auch noch nicht machen. Also eins da. Eins geht schon. Meines Erachtens noch. Das heißt, wir haben zwei weitere. Es gibt dann noch gesamt, Moment, wie viele, nicht die Karte, Moment, Blödsinn. Also, das eine, was noch geht, damit hätten wir den nächsten Herz-Container. Das heißt, danach hätten wir 13 Herzen. 17. In den jeweiligen gibt es zwei Herzteile, das sind 18. Dann das eine, was noch fehlt, sind 19. Dann ein weiteres durch ein Minispiel sind 20. Sind 19, okay. Sind 19. Und dann fehlen noch 5. Wo sind die restlichen 5? Okay, eins dort. Eins da. Okay, also alles bis auf 3 Herzteile fällt mir, glaube ich, sogar ein. Ein weiteres eventuell auch noch. Also, ich weiß so ziemlich von 2 bis 3 Herzteilen nichts momentan. Die fallen mir noch nicht ein. Der Rest müsste klar sein. Also den Rest müsste ich schon wissen. Zumindest sollte er möglich sein. Also ich werde drauf, jetzt kommt wieder der blöde Postbote. Ja, klar. Ewig jedes Mal. Sind Hyrule selber noch Herz? Jetzt ist noch in der scheiß Höhle. Ja, das kann sein. Also ich glaube mich noch an einiges zu erinnern, aber nicht an alles. Ach, jetzt wird es endlich mal Zeit, dass ich die ganzen Briefe vorlese. Ich meine, ist zwar nicht mehr ganz aktuell. Tante. Ist das erste okay? Oder... ich weiß nicht, was genau ist. Ich freue mich wirklich, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben eine frohe Zeit miteinander verbracht. Sogar mein Liebling hat sich seit langer Zeit mal wieder gelächelt. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Aber die Tante und die Lieblinge reisen weiter. Die Welt ist groß und es gibt viel zu entdecken für Kreaturen wie uns. Okay, die bezeichnen sich als Kreaturen. Wenn du auch noch eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns ja vielleicht irgendwann einmal wieder. Mein Liebling und ich würden uns beide sehr freuen. Bis dahin, die Tante. Ist das nicht dasselbe? Ich freue mich wirklich, dass wir uns getroffen haben. Wir haben eine tolle Zeit miteinander verbracht. Für mich geht die Reise weiter. Die Welt ist zu groß, um an einem Ort zu verweilen. Wenn auch du noch eine Weile durch die Welt ziehst, treffen wir uns ja vielleicht mal einmal wieder. PS, ich habe dir noch gar nicht von meinem Liebling erzählt. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, sollte ich ihn dir vorstellen. Er ist ein guter Junge, der auch als Item verwendet werden kann. Ich bin sicher, ihr könnt richtig gute Freunde werden. Ah, Blödsinn, das ist ja jetzt nicht mehr so, dass man die Briefe anklicken muss. Zustellung von Briefen. Jeder freut sich über Post, nee, ich nicht. Und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebene von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Ich kann sowieso nicht weg. Maros Laden.
Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anschauen kostet nichts, aber der zahlende Kunde wird bei uns zum König. Ja, sollte man auch so. Eine neue Bombe erblickt das Licht der Welt. Eine fantastische Erfindung, die auch unter Wasser verwendet werden kann. Sie kann ab sofort in meinem Laden erworben werden. Ich freue mich auf deinen Besuch. Ja, da ist vieles auch förmlich geschrieben mit deinem Besuch. Sie, ihr, ich. Ist alles groß geschrieben. In den meisten Fällen, ja. Nur du, das ist eine persönliche Anrede. Da ist es nicht formgerecht, wenn man das groß schreibt. Aber zum Beispiel sie, ihre oder co. Schreibt man groß. Deine eventuell auch. Hat man nicht hier gesehen. Auf deinen Besuch. Wie läuft's denn immer so mit den Abenteuern? Kommen meine Bomben auch regelmäßig zum Einsatz? Ich habe ein paar fantastische neue Bomben im Angebot. Komm doch mal wieder vorbei, im Laden vorbei. Ich bin sicher, du wirst begeistert sein, wenn du meine neuen Bomben in Aktion siehst. Wichtig, Bombenpfeile. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir sind sicher, die Qualität von Burns Bomben wird auch Sie überzeugen. Da sieht man schon. Beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen, mit Hilfe von ZL, als Bombenpfeile verwendet werden können. Wir sind sicher, auch diese Einsatzmöglichkeiten für Burns Bomben wird Sie überzeugen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Geöffnet. Ah, warte kurz, dringend. Hier, Helden hierher. Okay, ab hier habe ich es noch nicht gesehen. Endlich, Maramat, der Kleinpreisheld, kommt auch nach Hyrule-Stadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteuer und Freizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot, die Magierüstung. Nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sicher sich dieses einmalige Angebot. Dringend. Hallo Link, im Moment befindet sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also, lass sie nicht so lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Hyrule-Stadt, Thelma. Geöffnet. Die Touristeninformation Ranel informiert. Genießen Sie Freizeit, Spaß inmitten herrlicher Natur. Tena und Sena bieten neue Attraktionen, die jung und alt begeistern. Sie finden beide flussabwärts vom Wasserfall an der Höhle der Zoras. Tenas Kanu-Abenteuer, eine rasante Schussfahrt auf den stromschnellen Bombenpfeile sind im Preis enthalten. Das ist schon mal laut. Senas Angelteich, ein Kampf gegen die Natur. Ziehen Sie mit der Angel den dicksten Fisch an Land. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ja, das ist derweil alles. Ihr habt ja bereits gelesen, es gibt die sogenannte Magierüstung und die ist endgeil. Die ist wirklich geil. Und der Laden in Hyrule-Stadt verkauft etwas, was sonst nur ein ganz bestimmter Krone verkauft. Deswegen haben wir auch zuerst die Quest erledigt mit dem Quellwasser. Ansonsten hätten wir im Laden von Maro nämlich 2000 anstatt nur 200 Rubine spenden müssen. Das ist ja doch schon mal eine ganze Ecke mehr. Und jetzt müsste ich, Moment, ich muss mal kurz nachschauen. Jetzt müsste mir, glaube ich, nur mal ein Insekt fehlen. Nö, zwei. Okay. Muss ich irgendwann bei Gelegenheit mal holen. Wir werden jetzt Insekten verscherbeln und dann werden wir uns die Magierüstung holen. So sieht's aus. Und ich glaube, der Laden von Maro hat in Hyrule-Stadt rund um die Uhr geöffnet. Soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß es zwar nicht, aber ja, könnte sein. Wir können im Übrigen schon, glaube ich, eine weitere Challenge im Star-Zelt machen, aber es zahlt sich noch nicht aus. Ja, wir haben wieder Krabbelfiecher für dich, Kitty. Ich weiß zwar nicht, woher du die Asche nimmst, um uns zu bezahlen, aber solange du uns bezahlst, ist alles gut. Gib her die Scheiße, danke. Ich kann ja Gott sei Dank jetzt schon 1000 Rubine tragen. Das ist ziemlich leibend. Und hier bekommt man auch ihren Stempel. Das war für 12 Insekten. Moment. Die hat erst 12? Müsste doch schon... Oh. Die ganze mittlere Reihe fehlt. Das sehe ich jetzt erst.
Ja, sie hat wirklich erst die Hälfte. Das, ja, ist nicht so geil. Das Einzige, was wir mit dem Part jetzt noch machen können, ist halt die Insekten, soweit es geht, abgeben und sich uns dann die Magierüstung gönnen. Den Hirschkäfer muss ich echt noch suchen. Aber den letzten verbleibenden... Ich glaube, es ist männlich, oder? Ist das Vieh männlich, was mir jetzt noch fehlt? Also das weiß ich, wo es ist. Den hier können wir erst bekommen, wenn wir beim... Nicht beim nächsten, sondern beim übernächsten Dungeon sind. Da wird es dann haarig. Leute, das wird... Da dürfen wir nicht vergessen. Und wir können uns die Belohnung, glaube ich, bei Giovanni auch schon abholen. Ja, genau das ist der Satz, den ich mal provozieren wollte. Ich weiß genau, du hast noch welche. Das haben die eh nicht rausgenommen. Warum sagt sie das eigentlich nur bei Gelegenheit? Was soll der Blödsinn? Ja, ist demnach auch wurscht. Und tatsächlich sind wir ziemlich schnell am Voranschreiten. Denn, was? Das Spiel an sich betrifft, sind wir schon ganz schön weit. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geister sehen. Ich glaube, so viel Geld wie der Kerl hat, gibt's gar nicht. Endlich kann ich mich wieder bewegen. Das habe ich wohl alles dir zu verdanken. Nun, das sollte ich mir erkenntlich zeigen. Ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann? Feentau! Du erhältst Feentau. Die Flüssigkeit in der Flasche ist die Essenz des Feensegens. Lege sie auf, bla 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 bla. Feentau füllt deine Herzen vollständig auf. Außerdem steigert es zeitweise die Angriffskraft. Das, das findet man in der Gerudo-Wüste, ganz im Osten. Da gibt es wohl eine Höhle. Aber mein Körper ist immer noch ganz golden. Vielleicht ist meine Seele ja noch nicht ganz komplett. Seltsam. Vielleicht hättest du ja 60 Geister fangen müssen, um meine Seele komplett zu machen. Ob ich dich wohl noch einmal losschicken kann? Ob mein kleiner Käfer wohl noch einmal 34 jagen kann? Ja, ich gebe dir auch noch diese Lampe. Die sollte dir die Sache nach den Geistern etwas erleichtern. Die Suche nach den Geistern. Das Item gab's aber nicht im Original. Du erhältst die Geisterlampe. Sie leuchtet, wenn ein Geist sich in der Nähe befindet. Okay. Aber die gab's bestimmt nicht im Original. Jetzt kann man mit seiner Katze auch reden. Hey, da bist du ja wieder. Das warst doch du, der mein Märchen geheilt hat, oder? Tausend Dank, wirklich. Mich nennen sie Gregor. Bin sowas wie der Boss der Katzen hier im Ort. Also gut, jetzt wo ich mich auch wieder bewegen kann, sollte ich mich wohl draußen ein wenig umsehen. Das wird gut sein. So, mit die Katzen geben einem im Übrigen richtig gute Tipps. Man kann auch, man kann sie auch hochnehmen. Oh. Das ist ja wirklich süß. Man kann sie auch transportieren eine Zeit lang. Es sieht irgendwie aus wie die Katze von meinem guten Freund von mir. Die weiße zumindest. Sieht aus wie Sitka. Ja, ja, Marc, du bist gemeint. Also einer meiner Kooperatoren hat eine ähnliche Katze. Und wenn man sie hochnimmt und ein bisschen rumträgt, dann verfolgt die einen auch so seltsam. Ist wirklich niedlich, aber ich brauche die Tipps nicht wirklich. Also, sie sind nett anzusehen, aber... Also, nett anzuhören und auch nett anzusehen, aber dass es das gibt. Für den Fall, dass man halt nicht ganz so intelligent ist, aber ja.
Es geht eh. Und jetzt klebt ihr auch überall dieses Babyface von Maromat hier drauf. Ja. Und hier gäbe es eigentlich ein Easter Egg. Hier hängt nämlich, glaube ich, oder besser gesagt, hier soll ein Bild hängen, aber ich glaube, das ist im neueren nicht da. Kauf's dir, wenn du's willst, dann kauf es dir. Herzlich willkommen im Maromat Halberstadt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20 bis 30% Rabatt auf alles, Hauptsache schön billig. Wie bei Kick verkaufen wir hier minimalste Preise mit minimalster Qualität. Kauf was. Ja, der macht sich hier komplett dämlich. Den Maromat-Stempel kann man sich im Übrigen auch geben. Deshalb habe ich auch genau 700 Rubine. Und die Magierüstung bekommen wir auch noch dazu. Die, ja, wenn man sie verwendet. Also wenn man sie wirklich verwendet, dann verliert man statt Leben Rubine. Das hat aber, glaube ich, eh selber gerade erklärt. Und man kann sie noch den Maromat-Stempel geben. Das ist, ja. Da steht auch im Übrigen immer so ein Kommentar dabei, wie Tiefpreis, billig, Achtung, ja, keine Ahnung, Mini-Preis. Im Übrigen, das sind die neuen Bomben. Günstig, Explosivpreis. Ja, vorher wäre der total arrogant gewesen. Aber ich glaube, das Easter Egg, das brauche ich euch nicht wirklich zeigen. Zweitens, ja, es ist nicht wichtig. Der Typ hätte einem im Übrigen aufgehalten. Hier drüben müsste irgend so ein Kind sitzen, was die Schuhe poliert. Das hätte man dann gebraucht. Aber Leute, der Part ist eh schon viel zu lange. Habe die Ehre, bis zum nächsten Mal. Oh!